Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Und das am 1.10.2018. Ja, es ist schon ungefähr einige Zeit her, einige Tage beziehungsweise. Und ich wollte auch erst in 3 Wochen weitermachen, aber ich habe mich dazu entschlossen, dass wir doch mal weitermachen. Und wir sind das letzte Mal da unten gewesen. Ich habe nämlich offscreen das jetzt mal ein bisschen nachgestellt, ausprobiert. Und es hat funktioniert, wie ich im letzten Part gesagt habe. Und ich bin hier raufgekommen. Ja. Wir sind immer noch in so einem, sagen wir mal, in der verlassenen Stadt. Ja, doch, kann ich mich so weit erinnern. Und wir machen hier weiter. Okay. Wer immer es war, hier bestattet zu sein, ist eine Ehre. Ranke des Jaguars. Aha. Okay. Das ist auch interessant. Ist das etwa eine neue Fähigkeit? Das sieht so aus, oder? Grab abgeschlossen. So, dann gehen wir mal raus. Nee, noch nicht. Haben wir noch was hier? Nee. Okay, dann gehen wir. Da könnte ich runter, aber ich... Nee. Nee, nee. Mach ich nicht. Wir gehen weiter natürlich. Wir müssen ja höher. Wie komme ich jetzt hier höher? Müssen wir uns etwa hier abseilen oder so? Das sieht so aus. Oder habe ich recht? Ja, sollen wir anscheinend. Und dann kommen wir natürlich hier rein, ja. Ist hier noch was für mich? Nee, ich brauche Pass. Sonst, sonst habe ich nämlich keine mehr und das wäre nicht schön. Kennt ihr vielleicht diese leckeren Obladen? Die sind echt mega lecker. Kann ich nur sagen, ich habe nämlich gerade 2 Stück gegessen. Und habe mir dann gedacht, dann spielen wir noch eine Shadow of the Tomb Raider. Ja. So wie ich das jetzt schon sehr oft spiele. Ich spiele das ziemlich oft, das Spiel. Und ich bin schon sehr weit. Ich glaube, wir kratzen so langsam die 30-31% an? Ja, doch. Habe ich sogar so weit noch im Kopf. So, hier komme ich her. Wollte nämlich jetzt hier durch und gucken, was es noch gibt. Ah, komm, Fähigkeitspunkte. Nehme ich doch mal mit. So. Was nehmen wir denn jetzt? Beim Roten, da kann ich doch auch mal ein bisschen mehr machen. Oder? Ja, ich habe zu wenig Fertigkeitspunkte, das ist das Problem. Ah, okay. Keine Upgrades, sehr schade. Dann eben nicht. Ja, dann können wir erstmal nichts machen. Nee, geht leider nicht. Aber ich will jetzt erstmal hier raus, irgendwie. Bin ja schon viel zu lange. Habe ich schon viel zu viel? Hier war ich übrigens? Ja, ich muss wohl irgendwie erstmal hier raus, oder wie? Ja, wie komme ich denn jetzt hier weg?
Nein, ich habe das Geheimnis jetzt gelüftet. Hinter dem Grab. Ich habe einfach irgendein Grab entdeckt, wo ich gar nicht hin wollte im Endeffekt. Und habe es einfach geschafft. Und das ist schon... Das ist bemerkenswert. Aber wo soll ich jetzt hin? Wo soll ich denn jetzt hin, verdammte Schnusse? Ich habe keine Ahnung, wo. Mensch, ich habe keine Idee, wie. Das ist ja das Problem. Das ist das Problemchen an der Sache. Nee, hier nicht. Ach komm, Lara, nicht mal da runter. Wo soll ich denn hin? Ich meine, hier komme ich ja her, aber wie soll ich da weiter? Ich glaube, ich mache einen Enterhaken, oder? Nee. Wie komme ich hier raus? Verdammte Laus. Ach, hier. Ja, hätte ich schon eher drauf kommen sollen nach so einem Mist. Ja, mein Denkvermögen ist sowieso nicht das Beste. Da komme ich rüber. Blup. Und hier hoch. Natürlich wieder darüber. Heps. Ich kenne ja meine sportliche Lara. Die ist immer sportlich. Aber auch hübsch. Dann muss ich wohl wieder hier runter. Ja. Ganz klar, dass wir hier wieder runter müssen. Ja, müssen wir. Weil von hier kommen wir ja. Wir haben ja das Grab geschafft. Wir müssen ja gar nicht mehr hierher. Ach, hier durch. Guck mal, nochmal Luft. Mit der Maske sieht sie echt ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie komisch aus. Na, nochmal Luft. Ich habe jetzt Zeit und ach, apropos Zeit. Ich habe seit heute erstmal einen Tag Urlaub und morgen auch. Zur Info so. So hoch. Und hoch. Perfekt. Müsste nämlich theoretisch darüber. Ja, ich wollte mal darüber. Hier war ich nämlich noch gar nicht. Nein. Hatte ich nämlich beim letzten Mal gar nicht mehr dran gedacht, da hinzugehen. So, abseilen. Und den Schwung vollführen. Nein! Natürlich von der Welle mitgerissen und gestorben. Wow, exzellenter Part, den ich hier starte. Und auch mache. Ja, die Höhe müsste es sein. Noch nicht. Und jetzt.
Nein! Gut, dass ich mich dran gehangen habe, ey. Wow. Sehr gut. Hab ich gar nicht gesehen. So, wohin jetzt? Ach du Scheiße. Wohin soll ich denn? Ich hab null Ahnung, wohin ich soll. Bestimmt dahin, wa? Ja, das macht auch Sinn. Dafür habe ich nicht genug Platz. Und hüps. Na, come on, ey. Was für ein Scheiß. Ich bin doch sowas von gesprungen. Ich verstehe das jedes Mal nicht. Ja. Ich drücke auch noch das falsche Bob und ich blöd. Ich bin gerade so blöd. Och Mann, ey. Ach ja. So kennt man mich. Ne, hier rumklettern. Und dann darauf. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Okay. Höp. Okay. Hier anspannen und ganz klar darüber. So, wohin soll ich? Ich soll da hoch, alles klar, dann gehen wir auch dahin. Hüp! Na, mal sehen, wo mich das Ganze noch hinführen wird. Ja, hier. Noch so eine komische Tafel. Ne, ich werde erstmal mein Hauptziel erledigen. Nee, ich muss wirklich da hoch, oh mein Gott. Ja, ich musste das machen, ich käme sonst nicht mehr da weg. Das wäre ja so blöd gewesen von mir. Naja. Aber wer ist jetzt da draußen am Rumballern?
Ne, haben wir genug. Natürlich immer noch blind an dieser Stelle, habe ich auch nicht erwähnt. Ich kann kaum den Boden sehen, falls es überhaupt einen gibt. Wenn es überhaupt einen gibt, Lara. Das ist auch immer noch so eine Ansichtssache. Yep. Ich seil mich ab. Was ist hier? Ich muss dahin. Also hier durch. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Es sind aber echt viele Höhlen, finde ich, in den letzten Abschnitten von dem Spiel. Aber eigentlich ein bisschen zu viel. Ja, da brauche ich das. Die letzten Rätsel in dem Spiel waren ja schon irgendwo schwierig, darauf zu kommen und so. Das war echt nicht einfach. Das war sehr tricky. Ist hier noch was? Nee. Muss ich hier durch so eine komische Höhle mich quetschen? Nein, was soll denn das hier noch werden? Wenn es fertig ist. Hier ist soweit und nix. Nö. Jetzt bin ich auch noch im Kreis gegangen. Ich glaub's gerade nicht, ey. Ich fass es nicht. Ich bin tatsächlich im Kreis gegangen. Oh Mann, ey. Na, Prost Mahlzeit, wenn ich was finde. Wäre nämlich immer schön, was zu finden. Dann müsste ich mir eigentlich hier hin. Aha. Da oben ist eine Schnitzerei. Und jetzt geht's also wieder nach oben. Oh Gott. Nee, 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 ich sag ja. Typisch Tomb Raider. So, da kann ich so. Natürlich abseilen, ganz genau. So, netter. Das ist ja auch noch was. Hä? Warum ist das so? Nicht eher am logischsten, ich gehe dahin. Ich komme da nicht rein. Hehe. Na doch, ich komme sehr wohl rein, was sag ich da? Das ist nicht gut. Vor alles überflutet, hau ich mal lieber ab. Nehmen wir ein paar kleine Sachen noch mit. Überreste von... Ah, Kriegsfest. So, was soll ich jetzt hier machen?
Ach, ich muss wieder zurück. Okay, so rüberklettern, ja, das macht schon Sinn. Soll ich mich am besten rüberschwingen? Ja, oder? Ja, doch, ich schwinge mich da jetzt rüber. Macht in meinen Augen ja auch ein bisschen mehr Sinn. Hätte... Ich schwinge... Geht das etwa nicht? Wohin soll ich denn bitte sonst? Ich kleiner Symbiont. Los, Lara, kletter. Kletter um dein Leben. Mal hier weiter. Dreh ich um. Ich könnte schwören, man kann da hin. Nee. Hä? Hab ich... Sag mal, bin ich völlig Banane? Irgendwie... Komm, schwimm schneller. Ich hab's eilig. Wenn ich den richtigen Weg mal finden würde, das wäre ja super. Bitte lass es den Weg sein. Bitte. Hey, wenn ich jetzt den Weg gefunden habe, dann fresse ich einen Besen, echt. Ich werde das natürlich rausschneiden, mein Geräusper. Das gehört nicht auf dem Video und deswegen... Ach so. Stehe, deshalb musste ich hier hin. Ah, Gott, ey. So, jetzt hier rumklettern. What the fuck? Okay. Gut.
Lässt wieder die Seitenwände klettern. Ah, wie ich das liebe. Nein! Warum denn? Mensch, ey. Mensch, Frau, du kannst doch auch überhaupt nichts, habe ich den Eindruck. Glaub mir, Freunde, das war bei weitem noch nicht alles, was ihr hier von dem Spiel gesehen habt. Da wird noch einiges kommen. Ich bin noch lange nicht durch. Falls ihr gedacht habt, ja, nach 21 Parts wäre Schluss. Nein. Das hier ist jetzt Part 22. Darum? Ja, wird's noch eine Weile dauern. Was ja auch sehr gut ist. Auf eine Weise. Ja, das wollte ich machen. Danke. So, muss ich jetzt noch weiter seitwärts gehen? Lara, wie läuft's? Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Es erinnert mich teilweise schon an Uncharted. Ein bisschen, ja. Das ist so ein geiler Vergleich. Tomb Raider mit Uncharted vergleichen? Ja, warum nicht? Wäre noch was. Ah, hier muss ich hin. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal, das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Er steht für Sinchichiqua, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. Dann sollten wir uns beeilen. Na denn, jetzt bin ich nicht mehr allein. Wunderbar. Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. Hier ist schon wieder ein Dokument. Hier in diesem Indianerdorf gibt es echt noch so viel zu tun, ey. Ist ja gar nicht mehr normal. Jonah, ich bin bei Unuratu. Oh gut, Ezli will mit dir reden. Mutter! Wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen?
oder mit der Ableckung Boden erobern. Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Edsley. Traue deinem Instinkt. Leitschkalankoele lo putzig, als Pila mit Job. Okay, es geht daran, Wachen auszuschalten, aber das machen wir gleich.